gleich in den TV Berlin Nachrichten. Abgelaufene Berlin-Pässe bleiben gültig. Flixbus nimmt Betrieb wieder auf. Die Berlin-Zulage kommt wie geplant und Lehrer über 60 und Schwangere müssen zurück an die Schulen. Abgelaufene Berlin-Pässe bleiben gültig. Berlin-Pässe, welche in den letzten Wochen bereits abgelaufen sind oder demnächst auslaufen würden, behalten automatisch vorerst ihre Gültigkeit. Dies teilt die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit. Grund ist die aktuelle Corona-Krise. Das Verfahren ist dabei vorerst auf den 31. August 2020 befristet. Dadurch ist es auch weiterhin möglich, mit einem abgelaufenen Berlin-Pass ein Berlin-Ticket S für den ÖPNV zu erwerben. In diesen Fällen kann dann weiterhin unverändert die Berlin-Pass-Nummer auf dem Berlin-Ticket S eingetragen werden. Mit dem Berlin-Pass können Berlinerinnen und Berliner, welche nur ein geringes oder gar kein Einkommen haben, viele Angebote der Stadt vergünstigt oder kostenlos nutzen. Dazu zählen Busse und Bahnen, Kultureinrichtungen wie Museen, Bibliotheken oder Theater, aber auch Schwimmbäder, Zoo, Tiergarten und der Botanische Garten. Um dieses Angebot im Bereich Sport, Freizeit, Kultur und Bildung zu nutzen, muss nun aber neben dem abgelaufenen Berlin-Pass zusätzlich eine Kopie des aktuell gültigen Leistungsbescheids vorgelegt werden. Flixbus nimmt Betrieb wieder auf. Erstmals seit März fahren wieder Busse des Fernbusbetreibers Flixbus auf innerdeutschen Routen. Beispielsweise wird die Strecke von Berlin nach Nürnberg nun wieder befahren. Der deutsche Fernbus-Marktführer Flixbus nimmt am heutigen Donnerstag seinen Betrieb wieder auf und bedient dabei zunächst knapp 50 Haltestellen. Unterbrochen wurde der Betrieb durch die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Davor fuhren die Busse rund 10-mal so viele Halte an. Um die Sicherheit während der Fahrt sicherzustellen, haben die Fahrgäste nun aber einige Hygienevorgaben zu beachten. Beim Ein- und Ausstieg müssen die Reisenden Abstand halten, ebenso an den Haltestellen. Betreten kann man die Busse nur durch die hintere Tür und muss dabei, wie während der ganzen Fahrt, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ebenfalls bleiben die Bordtoiletten während der Fahrt geschlossen. Allerdings gibt das Unternehmen bekannt, dass die Busse bei entsprechender Nachfrage voll besetzt sein werden. Infolge des Reiseeinbruchs durch die Corona-Krise hatte der Fernbusbetreiber zuletzt mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen. Berlin-Zulage nun doch nicht wegen Heldenprämie verschoben. Die geplante Berlin-Zulage kommt nun doch wie ursprünglich angekündigt am 1. November. Das geht aus einem Beschluss des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus hervor. Durch die sogenannte Berlin-Zulage sollen alle Landesbeschäftigten monatlich 150 Euro mehr Gehalt erhalten. Die Regierungskoalition im Abgeordnetenhaus stellen sich damit gegen den Berliner Senat. Der Senat hatte geplant, unter dem Titel Heldenprämie einmalig 1.000 Euro an bis zu 25.000 Landesangestellte und andere Beschäftigte zu zahlen, welche in der Corona-Krise besonders belastet werden. Um diese Heldenprämie zu finanzieren, wollte die Landesregierung dabei das für die Berlin-Zulage eingeplante Geld nutzen. Die Berlin-Zulage von 150 Euro für die ca. 130.000 Landesbediensteten wurde vom Senat vor der Corona-Krise beschlossen. Von diesem Geld profitieren dann Angestellte von Betrieben im Landesbesitz, wie beispielsweise Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte oder Mitarbeiter in Ämtern oder Schulen. Für die einmalige Heldenprämie von 1.000 Euro muss der Senat nun eine neue Finanzierungsquelle finden. Berliner Schulen rufen ältere und vorerkrankte Lehrer zurück in den Dienst. Am kommenden Dienstag, den 2. Juni, müssen Lehrkräfte, die älter als 60 Jahre oder schwanger sind, wieder ihren Dienst in den Schulen aufnehmen. Ebenfalls zurückkehren müssen andere Corona-Risikogruppen. Das geht aus einem Rundbrief der Senatsbildungsverwaltung hervor, welcher an alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen gesendet wurde. Bisher durften Personen aus den genannten Gruppen wegen der Corona-Pandemie pauschal zu Hause bleiben. Zukünftig benötigen sie dafür nun ein entsprechendes ärztliches Attest. Die Bildungsverwaltung will mit diesem Schritt sicherstellen, dass in Berlins Schulen genügend gesunde und einsatzbereite Dienstkräfte zur Verfügung stehen. Die Verwaltung begründet ihren Schritt mit einer veränderten Einschätzung zum Personaleinsatz durch das Robert-Koch-Institut. Das RKI geht aktuell von der Annahme aus, dass eine generelle Einstufung von Corona-Risikogruppen nicht möglich sei. Damit gelten für das Robert-Koch-Institut Menschen über 60 Jahre und Schwangere nicht mehr per se als Risikogruppen. Kritik an dem neuen Vorgehen kommt von der Lehrergewerkschaft GEW. Beschäftigte mit entsprechenden Vorerkrankungen
würden nun durch die neuen Regelungen unnötig gezwungen, noch einmal zum Arzt zu gehen. Bei diesen Arztbesuchen würden sie sich zusätzlich einem unnötigen Ansteckungsrisiko in den Arztpraxen aussetzen. Vor genau 102 Jahren erklärte Aserbaidschan sich als erste demokratische Republik im ganzen muslimischen Orient für unabhängig. Diese demokratische Republik bestand zwar nur für 23 Monate, konnte in dieser Zeit aber ein modernes politisches System gestalten, in dem Minderheiten wesentliche Rechte zugesichert wurden. So erhielten zum Beispiel Frauen, noch lange vor westlichen Demokratien wie Deutschland oder Frankreich, das allgemeine Wahlrecht zugesprochen. In der kurzen Zeit, die Republik bestand, versuchte sie die Anerkennung durch die Weltgemeinschaft zu erhalten. Bei der Pariser Friedenskonferenz 1920 wurde die Republik Aserbaidschan von den Entente-Staaten aber nur de facto anerkannt, nicht offiziell. Weitere internationale Erfolge konnte die Republik nicht mehr feiern, da schon im April 1920 Rotarmisten die sowjetrussische Grenze überschritten und das Land besetzten. Folgende Aufstände wurden immer wieder von den Rotarmisten niedergeschlagen. Trotz ihres nur kurzen Bestehens wirkt die Republik bis heute nach. Die heute existierende Republik Aserbaidschan sieht sich offiziell als rechtlicher, politischer und geistiger Nachfolger des Staates von vor 102 Jahren. Und damit zur Wettervorhersage. Der heutige Abend bleibt bei Temperaturen von 12 bis 18 Grad wolkenlos. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 Grad. Der Freitagmorgen begrüßt uns mit blauem Himmel und Sonnenschein bei zunächst 8 Grad. Am Mittag wird es dann bedeckt mit aber auf bis zu 19 Grad gestiegenen Temperaturen. Der Ausblick auf das lange Pfingstwochenende ist wechselhaft. Samstag und Sonntag erreichen wir zwar Höchsttemperaturen von 19 und 20 Grad, dabei wird es aber bewölkt und windig. Am Sonntag ist außerdem mit leichtem Regen zu rechnen. Bestes Wetter gibt es aber dann zum freien Pfingstmontag. Wolkenlos, sonnig und satte 24 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, den 28. Mai. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.